Servus, liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Ali der Bastler. In der heutigen Folge möchte ich euch zeigen, wie ich meine Wände verkleide, und zwar mit OSB-Platten. Die habe ich mir nämlich gestern, abgeholt und auch genügend Dachlatten da, um erstmal hier den Raum fertig zu kriegen. Ich würde sagen, fangen wir mal an. So, als allererstes müssen wir natürlich gucken, wie wir die Platten positionieren, ob hochkant oder quer. Ich mache das Ganze natürlich quer. Dafür müsste ich natürlich erstmal das Ganze, wie gesagt, richtig positionieren. Ich habe ja hier eine Kante und an der Kante werde ich mich dann orientieren. Die Latte legen wir uns hier an und auch hier werden wir eine weitere Latte anbringen. So ungefähr. Da wir hier noch ein weiteres Stück anbringen müssen, lege ich die Platte mittig auf diese Dachlatte drauf, dass ich dann das zweite Stück dann hier auch noch auflegen kann und festschrauben kann. Die Wasserwaage, ein Bleistift und dann kann es losgehen. Einfach mal eine Linie ziehen, zeichne mir hier die Seite an und dann kann ich eigentlich schon die Platte erstmal auf Seite tun, denn die brauche ich jetzt erstmal nicht. Und jetzt kann ich nämlich mit der Wasserwaage gerade an die Wand setzen und dann meine Markierung richtig machen. Ja, denn jetzt kann ich nämlich die eigentliche Markierung machen. Unten wie oben. Jetzt nehmen wir uns einfach mal 4 von den Latten, machen unsere Bohrungen in das Holz rein und übertragen diese Bohrungen dann, beziehungsweise die Löcher, einfach an die Wand. Da habe ich mir jetzt den 4er Steinbohrer drauf gesetzt, also Beton-Steinbohrer, damit ich nämlich durch die Löcher in dem Holz komme und mir dann die Markierung an die Wand mache. Und dann haben wir jetzt erstmal da eine Markierung. Wenn hier die Markierung drin ist, können wir nämlich die eigentliche Bohrung machen. Ich bekomme da einfach kein Loch in die Wand. Der Bohrer, der will da nicht durch. Ich weiß nicht, ob es an der Maschine liegt oder am Bohrer selber. Vielleicht zu schwach, der falsche Bohrer, keine Ahnung. So, jetzt habe ich mir mal die hier gekauft. Bin mal gespannt, ob die das packt. Der hier kann was. Dübel. Wunderbar. So, dann nehmen wir mal die Schraube. Drehen die jetzt mal rein und gucken, ob dazu passt. So, jetzt habe ich 3 Latten an der Wand montiert und ich werde das bei 3 Latten lassen. Ich hoffe, dass das auch reicht. Soweit ich weiß, hatte ich das auch in der alten Werkstatt so und es hat bisher gut gehalten. Erste Platte ran an die Wand. Das ist okay und auch hier stimmt es. Also können wir die Platte schon mal befestigen.
So, Tag Nummer 2. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon mal eine komplette Wand fertig mit USB verkleidet. Eine Sache muss ich aber noch machen, und zwar habe ich ganz hinten in der Ecke keinen rechten Winkel. Das heißt, die Ecken, die stoßen nicht aneinander, sondern da ist noch eine leichte Schräge drin. Das zeige ich euch natürlich jetzt aus der Nähe. Dafür habe ich nämlich dieses Stück USB zugesägt, und zwar in 45 Grad auf beiden Seiten, so dass ich die Ecke dort hiermit schließen kann. Dann nehmen wir mal unseren Tacker. Den hier kann ich euch auch sehr empfehlen. Gerade für solche Arbeiten, wenn man mal kurz was nageln will, festnageln will, ist das echt eine große Hilfe. Das muss ja jetzt nichts halten. Es soll sich ja nur selber halten, das reicht. Unten fehlt mir noch ein Stück, das messe ich jetzt aus. Aua. Und dann werde ich das auch noch kurz dran nageln. Heute am zweiten Tag habe ich wirklich nur diese eine Wand verkleidet und habe mir die ganzen Regale nochmal hier umgestellt, umgehangen auf die Seite, dass ich dann eben da an die Ecke dran komme und von dort aus dann schön weiterarbeiten kann. Die Regale, die habe ich jetzt umgehangen, auch hier, das ist wie gesagt alles noch provisorisch. Die kommen später nochmal runter, nachdem hier der Durchbruch fertig ist und hier der ganze Raum es etwas freier wird. Dann wird hier nochmal schön sauber gemacht, die Wände werden gestrichen. Und zu der Wand muss ich sagen, die wird natürlich erstmal nicht gestrichen, aber schön verkleidet. Womit ich das mache, wann ich das mache, das werdet ihr dann in den folgenden Videos sehen. Ich hoffe, in dem nächsten Video wird es dann darum gehen, wie mache ich den Durchbruch. Werde ich natürlich nicht machen, das wird der Profi machen, aber das werde ich auch dokumentieren. Auch wenn da jetzt irgendwelche Probleme auftauchen, werdet ihr das dann mitbekommen. In diesem Sinne, liebe Freunde, wünsche ich euch auf jeden Fall eine angenehme Woche. Macht's gut, bis demnächst. Tschüss.